Okay. Ihr habt das Saal bereicht. Du hast versperrt. Oh. Nein! Pferdchen ist tot. Und tot, Pferdchen. Vor allem, ja, er ist aus dem Himmel gefallen. Es ist ein Pferdchen gefallen. Hat sich Genick gebrochen. Oh. Ist seine Schuld. Der Knochen und so. Yep. Ätherische Kristall. Genau, das sind Daumen, Untote zu beschwören. Also Zombies. Das ist nicht nett. Also, das sind der dunkle Gerät. Genau. So sagen. Mal weg, das sind die Leichen im Boden. Ah, Schrott. Nur mehr. Gib auf! Ah ja, da lassen wir Tierkristalle, die werden nützlich sein. Was du welche gedruckt bekommen hast. Ja, zwei Stück. Genau. Ätherkristall, ein Kristallstück, in dem immer noch ätherische Kraft steckt. Kannst du herstellen, arkane Gegenstände verwendet werden. Genau, das sind halt. Schrott und Ätherkristalle sind Baumaterialien, die werden manchmal auch für andere Dinge benötigt. Es gibt natürlich hier ein Crafting-System, aber darüber später, wenn wir erstmal da sind. Dafür brauchen wir nämlich eine Person. Eine Person? Hm. Oh, Ruhe. Herr Bloppo. Ein Aufapfel. Ein Wächter gefunden, was? Ich konnte den Namen nicht lesen, er war zu schnell tot. Ich glaube, der was hieß der Wächter. Da liegt immer noch dieses komische Auge von ihm. Ich weiß. So fliegende Kreatur, Ätherkreaturen. Namens Wächter. Bügelchen. Yay! Ich versuche mal noch meine Beschwörung zu halten. Blutdorn. Der wird auch echt nicht gut drei sein. Drei Geistpunkte fehlen, dann kann ich eine Haube aufziehen. Ah ja, ein Attributspunkt erhöht die Attribute um 8 Punkte. Ah, Knochenrücken. Welche Rattenviecher. Oh, da ist noch was. Also scheint wie ein Dark West erhöht einen Punkt nicht um 4, sondern um 8. Wer darf so streiten? Wir sind die Schlichter hier. Irgendwie finde ich diese Krabbelviecher echt süß, weiß auch nicht warum. Ah, da ist wieder so ein Verderben. Findet sie süß? Irgendwie, habe ich gesagt. Eine Statue. Ah, eine von vielen. Ah ja, über rechts über den Mana-Balken kann man auch so Statuseffekte sehen, die Gegner auf uns haben. Zum Beispiel Blutung oder Gift oder Schwächung. So ganz halt kleine Icons, die gezeigt werden. So, das ist schon der Höhleneingang. Höhleneingang. Das sind Instanzen, glaube ich, wie so ein Time Quest. Okay. Nee. Welt der Toten ist nah. Können Sie es wagen? Ah, jetzt habe ich auch einen Ethea-Kristall. Eine Leiche. Ah, das ist eine Starte. Das haben wir wieder. Nächstes schießt du nicht mit komischen Lasern um sich herum, wie diese eine Kreatur aus Dungeon Siege. Hm. Ich wollte eigentlich was sagen, das ist wieder falsch. Zockt der Wiedererweckte. Und Pro attackiert ihn einfach schon. Lass ihn schnell. Egal, Gegner blühen dann. Jetzt haben wir es hinter uns. So, ich war. Auf jeden Fall so ein Fleischkreatur mit Ätherkristallen drin. Das ist einfach so ein Mensch, ein kontrollierter Mensch, der mit Ätherkristallen bestückt wurde. Ich finde überall Zeug, das er aufmachen kann. Hm. Ich achte nicht auf so. Deswegen achte ich ja auf drauf, weil es ist nicht einfach zu finden. Ja, ist deine Aufgabe zu looten hier. Ja, ich bin jetzt der Loot-Sucher. Ich war in Titan Quest die Looterin. So, jetzt hier runter zum Kristallen. Da ist was ganz Besonderes.
das hier sehr viel Spaß machen wird. Spinne? Nein. Kommt zwar auch, aber die machen nicht so viel Spaß. Sollen die Wächter erledigen? Ah, ja. Sehr viele verschiedene Versionen von denen. Zerstörter Schrein. Genau. Gehen wir mal hin an. Kann Dingskristall opfern. Mach das. Dieser Schrein ist zerstört und es muss hergestellt werden. Soll die Opfergabe am Schrein abgelegt werden? Ja, genau. Mach mal. Yep. Trickzeug. Ein Devotion-Punkt. Gut, drück mal jetzt die Taste für dein... Wiederhergestellter Schrein. Yep. Der Schrein wurde bereits wiederhergestellt. Da haben wir jetzt einen Devotion-Punkt bekommen. So, drück mal S. Für Skill. Devotion. Dann oben Devotion. Jetzt wie Punkte 1. Und viel Spaß jetzt, wenn du rauszoomst. Viel Spaß. Ich sehe eine Spinne. Du kannst mal aus dem Mausrad ganz rauszoomen. Ja, habe ich. Gut, viel Spaß jetzt. Rappi wirft mich einfach ins kalte Wasser. Du hast jetzt verschiedene Sternbilder, wo du dann viel aussuchen kannst. Die haben alle verschiedene passive Boni und einige haben sogar aktive. Und dieses Kreuzungsding in der Mitte schon aktiv? Ja, du musst jetzt einen Punkt in einen der 5 Konstellationen einfügen, um verschiedene zu aktivieren. Du hast auf der linken Seite 3 verschiedene Symbole, die Affinitäten. 3? 5. Ich habe versprochen. Ich spiele mir jetzt schon wieder eine andere Version. 5 verschiedene. Draufklickst, also wenn du auf eins mit dem Monster draufgehst, kannst du sehen, welche benötigt werden, welche Sternbilder zu freischalten. Sternbilder benötigen mehrere Punkte an verschiedenen Affinitäten freizuschalten. Du schaltest sie einfach frei, indem du Sternbilder vervollständigst. Die geben dann Punkte. Das heißt, vervollständigst du verschiedene Sternbilder, um noch stärkere freizuschalten. Und die haben halt verschiedene Fähigkeiten, zum Beispiel erhöhen deinen Feuerschaden oder Kreaturschaden oder Verteidigung. Ich bin mich jetzt schon überfordert. Habe schon gedacht. Schau dir erstmal die Mächtigen an, die sind ganz außen am Rand. Mächtigen? Die Mächtigen sind immer außen am Rand. Schau dir an, welche Fähigkeiten die haben. Vor allem die nützlichsten werden die aktiven sein. Die sind immer heller als die weißen. Diesen roten Rand. Ich verstehe kein Wort. Gut. Du hast zwei. Du hast zwei Bohnen. Die versteht nicht gut. Weiter so checken. Achso, die haben zwei verschiedene Fähigkeitsverbesserungen. Einmal die ganz weißen, schwach leuchtenden, das sind passive. Dann die rötlich stark leuchtenden, das sind aktive. Passive geben wir halt so mehr Schaden für mehr Schaden, zum Beispiel physischer oder Blutungsschaden und sowas. Das sind dann halt passive Sachen. Oder geben dir mehr Leben. Die Aktiven, das sind die halt aktiv Schaden verursachen oder aktiv dich schützen. Das sind dann denen, das sind nicht einfach so Skills, die du einfach so anwenden kannst. Das sind Skills, die man dir mit deinen Fertigkeitsskills kombinieren kannst. Mein Hirn qualmt. Sagen, du hast deinen Vogel und du kannst dem Vogel eine Fähigkeit zuweisen, der ihn ständig macht. Zum Beispiel, der verursacht einen Feuerschaden oder kreiert einen Feuerkreis um sich herum. Durch diese Fähigkeit, die du ihm zuteilst. Wenn ich auf einen Falken gehe, mit Falkensturzflug oder was? Falkensturz, genau. Wenn du Fähigkeit verschaltest, kriegst du dann einen Druck drauf auf den Falkensturzflug. Du kannst schon mal drauf drücken. Ein Schwarm himmlischer Falken stürzt sich auch für deine Feinde. Aber 2 Sekunden Aufladezeit der Fähigkeiten, 3 Geschosse, 100% Wahrscheinlichkeit, Feinde zu durchschlagen. 1 Meter Radius, 6% Haupthandschaden. Gut, aber bis dann. 34% Schaden.
186 Blutungsschaden für 3 Sekunden. Drück mal auf diese Fähigkeit drauf. Du kannst ihn noch nicht verwenden, aber wenn du drauf drückst, kannst du mal schauen, welchen Fähigkeiten du kombinieren kannst. Einen Vertrauten herbeirufen kann ich kombinieren nur. Genau, wenn dann Vertrauten, du kannst dann deinen Vertrauten zuweisen Fähigkeit. Das heißt, wenn der Angriff, also wenn der Gegner Schaden verursacht, kann passieren, dass er auch diese Fähigkeit einsetzt. Das ist das Ding, das ganze Ding ist eigentlich nur ein Sub-Skill-System. Also Neben-Skill-System zu deinem Haupt-Skill-System, den Meisterschaften. Wie weiß ich das jetzt dem Vogel zu? Du musst jetzt mal. Ich kann nicht draufklicken. In der Mitte hast du dieses Sternenkreuz, die Kreuzung. Du musst jetzt auf einen der Punkte. Nein, Punkt zu weisen, aber den du für den Falken benötigst, das wäre zum Beispiel der Aszendent-Punkt. Genau, das siehst du mit dem Symbol unter dem Sternbild. Wenn du auf die Punkte Sterne schaust, dann siehst du verschiedene Symbole. Aszendent wäre zum Beispiel links, rechts unten, meine ich. Ja, ich habe jetzt einen da reingepackt. Genau. Gut. Sperrt voll einen vorherigen Stern des Sternbildes. Bonus für vervollständigen Sternbild. Genau. Wenn du vervollständigst, bekommst du noch mehr Affinitätspunkte, um weitere Sternbilder freizuschalten. Weil sehr starke Sternbilder benötigen, die setzen mehr Punkte voraus als die schwachen. Das heißt, musst du immer so viel Schwache freischalten, wie es geht, um Punkte für diese Starken zu farmen. Ob da Chick noch irgendwann hintersteigen wird. Ganz einfach. Sammelst du aber Punkte und dann schaltest du Stärke frei. Man kann mal da auch was erdehnt, weil ich. Ich nehme nur einen bekannten Soldat freischalten. Genau. Aber am besten aber die freischalten, für die du auch wirklich benötigst. Zum Beispiel, du benutzt ja Chaos und Giftschaden. Am besten welche freischalten, die die Fähigkeiten verbessern. Oder benutzt auch Beschwörungen. Oder dann einfach Sternbilder nutzen, die Beschwörungen verbessern. Zum Beispiel der Rabe. Gibt ja. Er hat direkt 4 Sternbildpunkte, die alles Beschwörungen verbessern. Na gut, außer einem. Es sind nur 3, die verbessern. Einer nicht. Einer verbessert deine Mana. Geist und Energie-Generation pro Sekunde. Es gibt insgesamt 55 Punkte, die man dann investieren kann. Aber keine Sorge, wenn man sich umentschieden hat, gibt es auch so einen Trank, mit dem man alles zurücksetzen kann. Oder beim Charakter innerhalb von Devil's Crossing. Bei dem, das ist so eine Art wie eine Time Quest, ist ein Mystiker, wo man halt Skillpunkte zurücksetzen kann. Kann man halt Skillpunkte und Devotion-Punkte zurücksetzen. Aber für Devotion-Punkte brauchen wir schon die Tierkristalle, deswegen soll man hier noch aufheben für diese. Also, wir haben jetzt die Quelle der Toten ausgelöscht. Warte mal, für Gardein, auf der anderen Seite ist noch weiter Gegner, die wir noch nicht erledigt haben. Ich bin einfach nur dir gefolgt. Ja, es ist mir gerade noch eingefallen, tut mir leid. Es war vorher anfangs etwas verwirrend mit dem Devotion Skillsystem, aber das spielt jetzt schon einiger Zeit von selbst. Will ich hoffen. Will ich hoffen. Ah, gleich schon. Oh, Stahl. Ah, ein Silberring. Der Lupo. Also bei mir gerade eben gesehen. Ah, Getränke. So, klopfen wir die Toten zusammen. So. Die Toten. Ich werde die Toten erledigt. Noch untersuchen. Dass wir wieder verkaufen gehen.
Ja. Wohin? Wenn ihr ein Portal gefunden. Wir können mal hin, jetzt gerade die Hauptquest abgeben. Jetzt können wir endlich direkt ins Gefängnis reinlaufen. Gehen wir in den Knast, ja, genau. Ja, immer doch. Ich wollte schon immer in den Knast. Hm. Ja, mit Gerrit. Mhm. Heute noch. Sessionspunkte. So, zwei Labs kann ich meine Beschwörung nutzen. Magische Nebenhand ist Unterwerfers Mutriger Foliant. Genau, Zauber Nebenhand-Dinger erhöhen bestimmte magische Skills. Es ist immer random, welche. Könnte ich mein Schild nicht tragen? Ja, das ist das Problem. Das hat für Magier da. Für Schild brauchst du halt hauptsächlich als Nahkämpfer. Hm. Oh Gott, so Schild nutzen du willst. So, es liegt bei dir, was du gerne machen willst. Ich stürze mich ja eh in den Angriff. Ich war Charlie. Jacken kann nutzen, was sie will. Crow! Okay. Crow. Er heißt ja halt Crow. Ja, Crow Home. Um genau zu sein. Hm. Ah, so was schwarz. Ich habe den ersten Einkauf gemacht. Yay. Ah ja, wenn du bei Zubehör und Verbrauchsgüter draufklickst, kannst du sehen, dass du auch Komponenten kaufen kannst. Also Heiltränke, Mannertränke, Ränke und Amulette kaufen, aber auch Komponenten und Baumaterialien wie Schrott. Kaufen. Plattenschulter. Ja, gibt's ja mehr. Es gibt mehr. Plattenschulter. Ich fühle mich jetzt wie ein Morrowind. Mhm. Als es die da auch noch gab. Man müsste sich eigentlich schon. Ich weiß, Chicken braucht 4000 Verkaufsjahre. Ah. Also Chicken auf Schulterklopf. Auf die Schulterplatte, meine ich. Ja, auf meine Schulterplatte. So, Captain, wir haben halt das Ding gesäubert. Ja. Der Zuschauer müssen es glauben. Ja. Ich habe den Wiedererwecker getötet. Ja, und dann Crows Hilfe. Was für ein Raptor? Crow hat gecarried. Ja gut, Crow hat den voll fertig gemacht mit seinem Blitznay, Alter. Ja, willkommen in Devil's Crossing. Vielen Dank. Ah ja, das sind Belohnungen, kann man ansehen. 300 Eisen und Ruf bekommen. Ruf-Punkte sind auch recht. Also, wir klären am besten jetzt. Es gibt hier ein. Während er noch spricht, genau. Ach so. Ja, ich kann es nicht einschätzen. Ich spreche ja selbst nicht mit ihm. Ja, was ziemlich doof ist. Ja. Ich bestimmt, wenn ich zu Ende geredet hatte. Er hat gerade gelabert, dass welche Zeugen dann. Naja. Wenn du
Also wir können jetzt questen. Wenn du ihnen geholfen hast, sprich mit mir in meinem Büro im Gefängnis. Ich werde mit ihnen sprechen. Genau, das müssen wir zwei Leuten aushelfen. Also 300 Eisen. Und plus genau. 500 Ruf bei Devil's Crossing. Genau, jetzt kann man Fraktionssystem erklären, ja? Also, wir haben Fraktionssystem für Verbündete und feindselige Fraktionen. Wo denn? Ja, wenn man J drückt. J ist das Schnelltaste. Sind schon feindliche und. Devil's Crossing toleriert. Satirische feindlich. Ist hier feindlich. Genau. Stonia feindlich. Kefonia. Glaube ich zumindest, weiß ich nicht auch schon, aber ich sage einfach Kefonia. Auf jeden Fall, jede Fraktion hat verschiedene Stufen. Zum Beispiel Feindselige haben 3. Wenn man eine Stufe erreicht, dann werden stärkere Gegner halt freigeschaltet, die man bekämpfen muss. In der ersten Stufe zum Beispiel werden mehr Gegner erscheinen, also mehr größere Gegnergruppen. Bei der zweiten Stufe halt werden mehr Heldenmonster erscheinen. Beim letzten wird ein Nemesis erscheinen. Ich habe bisher noch keinen freigeschaltet, aber das sind halt die Hauptbosse dieser Fraktion. Also mächtigsten Gegner. Bei Freundlichen hingegen sind es 4 Stufen. Bei der ersten werden halt mehr Fraktionsrabatt. Das sind Fraktionshändler, bestimmte Fraktionssachen verkaufen. Wie Rüstung und Waffen, Baupläne, Tränke. Bekommen halt mehr Rabatt, je beliebter man bei denen ist. Dann erhält man neue Nebenquests und andere Dinge, zum Beispiel Kopfgeldtische. Einen Ruf erhält man. Ja. Einen Ruf erhält man durch halt. Durch Bossmonster bestimmter Fraktionen töten, Kopfgelder erfüllen oder Quests bei der Fraktion einlösen. Also erledigen, meine ich. Zum Beispiel, da muss man Typen von Gronlys Gang töten. Da muss man halt die Hauptmänner, also die Bossmonster von Gronlys Gang töten. Da erhält man dadurch mehr Rufpunkte. Ist ganz einfach, recht einfach. Also fühlt sich im Grunde von selbst. Ja, einfach Zeug machen und dann mögen uns alle. Ja, bei Gegnern ist es auch so, je mehr von denen man von denen tötet, desto mehr werden sie auf uns angepisst sein. Ja, tierisch bist ja sehr viel. Weil wir sehr viele von denen getötet haben. Los ist, Kefonia haben wir irgendwie einen getötet, obwohl wir gar nicht bekämpft haben. Also schon einen von 20.000, glaube ich. So, wir sollten vielleicht... Kann man die auch theoretisch als Freunde haben? Nein. Es gibt einige Fraktionen, die man entweder zu Feinden... Aber es gibt eine Fraktion, die man entweder als Freunde oder Feinde haben kann. Ja, cool, wenn uns dann zum Beispiel die Bestien mögen. Ne, ist leider nicht so. Die von Anfang an feindlich sind, die werden auch immer feindlich zu einem sein. Bei einem Gegner haben wir die Wahl, man die als Feinde oder Verbündete haben möchte. Muss ich auch noch Dinge aussuchen? Entscheiden. Ist leider so. Entscheidungen treffen. Ich kann mich doch nie entscheiden. Naja, wir sollen vielleicht mal für die Hebenaufgaben entscheiden. Zeit läuft ja, die Uhr tickt. Was ich checken kann, Uhr ticken mag. Natürlich auch nicht. Dessen sag ich ja. Aber du kannst die Fraktionen vorlesen, wenn du willst. Den ich aufgesammelt habe. Wenn du willst, kannst du die Fraktionen vorlesen. Wir haben ja Beschreibung. Bestien! Kreatur mit Fell und Klauen, Schuppen und Gift, Panzer und Stachel. Sie alle sind ein Teil von Kairn und durch eines der brutalsten Naturgesetze, das Überleben des Stärkeren, werden sie mit jeder Generation stärker. Egal, ob durch die Kräfte der Natur oder durch die Machenschaften der Menschheit. Die Bestien von Kairn
werden überleben und stärker, wilder und mutiger werden. Mhm. Mutiger als Chicken. Ah. Ja, dann. Stonia, Schrecken aus der Leere sind wahre Albträume vor dem Grimdorn. Title Drop. Stonia auf Kairn nur dann gesehen, nachdem ein arkanes Ritual misslungen war oder wenn sie durch einen mächtigen Zauberer angelockt wurden. Trotz der Bemühungen, den Brauch zu verbieten, hat sich ein Kult gebildet, der Blutrituale durchführt und stronische Wesen anbetet. Man konnte hören, wie Mitglieder des Kults einen bestimmten Namen skandierten. Ston. Da auf der Welt unruhige Zeiten herrschen, hat der Kult an Stärke gewonnen und sammelt neue Anhänger, die verzweifelt nach Antwort suchen in einer Welt, die ihren Sinn verloren hat. Ja, hier, ne? Anschicken, du darfst dich nicht anschließen. Die sind feindselig. Ja, Chicken, und die wollen Blut haben. Dein Blut. Ich will auch Blut, ich bin ein Vampir. Okay. Stonia und deren loyaler Kult scheinen im Konflikt mit den Ätherischen zu stehen. Eifrig ernten sie das Blut hilfloser Menschen, damit die Ätherischen sie nicht als Wirt verwenden können. Und um sie wilde Saufgelagen zu machen mit dem Blut. Ja. Devil's Crossing. Überlebende, dieses Wort wird am häufigsten verwendet, um die scharfsinnigen Einwohner von Devil's Crossing zu beschreiben. Die Männer und Frauen, die den Grimdorn Title Drop überlebt haben und eine kleine Gemeinschaft in den Ruinen eines verlassenen Gefängnisses gegründeten. Sie haben schon viel zu viele Freunde und Familien durch die Übernommenen verloren, jene, die durch die Ätherischen besessen werden. Es wird keine leichte Aufgabe sein, ihr Vertrauen zu gewinnen, aber da die Vorräte zu Ende gehen und sich eine ätherische Bedrohung anbahnt, könnten sie bereit sein, ihre Chancen zu nutzen. Ja, die Vorräte gehen zu Ende, einfach ein Stück Brot denen geben. Hey, du bist jetzt unser bester Freund! Die Ätherischen, dummerweise und gierig erforsche die arkanischen Kairns den magischen Schleier, der als Äther bekannt ist, ohne jemals zu ahnen, dass sie beobachtet wurden. Stalker! Spanner! Die Ätherischen stiegen beim sogenannten Grimdorn Title Drop auf Kairn hinab, ergriffen die Macht über unzählige Menschen und schlachteten die restlichen ab. Besonders abscheulich, sie begangen damit, sie gefallen als mutierte untote Kreaturen und geistlose Fußsoldaten für ihre Invasion auf erstehen zu lassen. Ihre bloße Präsenz, Kairn, reicht aus, um die Tierwelt zu mutieren und einst sanftmütige Kreaturen in grausame Ungeheuer zu verwandeln. Wie Kaninchen. Fang sie an, Kreuzesatz zu töten. Ja, dieses Killerkaninchen in Minecraft. Ja, ja, aus Suche nach dem Grall. Sehr seltsam ist jedoch ihre offensichtlicher Hass auf Stonia. Bei jeder Gelegenheit kämpfen sie gegen die Schrecken aus der Leere. Also wird später noch viel mehr über die beiden Fraktionen erfahren. So, jetzt können wir dann erstmal den Leuten helfen. Zurückgehen oder ansprechen? Ist egal wie. Okay, Harmond, du siehst aus, als hättest du eine Quest für mich. Ich habe gehört, du hast in Lower Crossing aufgeräumt. Boah! Wenn du diese Bastarde weiterhin bekämpfen willst, brauchst du eine bessere Ausrüstung als diese da. Hey. Was soll das denn heißen? Hier ist etwas, was du in dieser Welt vermutlich nie wiedersehen wirst, Fremde. Gratis! Nimm dir ein paar Eisenmünzen, ich brauche sie nicht mehr.
schenk mir Geld. Mhm. Okay, warum hilfst du mir? Weißt du, sie haben meine Annabelle getötet. Als das Dorf das erste Mal überrannt wurde. Es gibt nichts, was sie zurückbringt. Und wer es versucht, bekommt eine Kugel in den Schädel.